Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adam. Wir sind hier im Puppy Cave und wollen mal weitergucken. Okay, was ist das? Clay Statue. Hostile. Dann komm mal her. Shrug of the Bolt, das ist nicht gut. Killed, hit by lightning bolt, resist the shockwaves ist auch nicht gut. Okay, Eis, okay, kann's nicht jeder wegschruggen. Metal Girdle, Burdened. Aber denn für den Head Metal Cap? Die taugen eigentlich beide nichts, sowohl Head als auch Metal Caps sind nicht so toll, aber haben wir irgendwas auf dem Kopf. Nehmen wir das, was weniger wiegt. 0 plus 9, ja, bringt nichts. Ich weiß nicht, ob es irgendwie doch ein bisschen schützt, ich glaube nicht. Ich meine, es ist auch nur ein Hut, also was soll der groß schützen? Was wir ja machen können, ist Sachen wegschmeißen. Also das Ding wiegt. Mittelgürtel behalten wir erstmal noch, testen wir aber erstmal noch nicht an. Light Boots könnten ganz gut sein, Sandals taugen nichts. Heavy Boots 30. Das sind normale Heavy Boots, die sind 30. Ich glaube, die anderen 30er, die wir unbedingt haben wollen, sind Worn Boots, ist glaube ich der normale Name. Das sind 7-Meilen-Stiefel, die sind richtig gut, aber die finden wir nicht. Also, die sind so selten. Light Boots behalten wir erstmal noch. Ringe auszuprobieren ist auch mal so eine Sache. An den Kammer, das ist schon besser. Dann gehen wir jetzt mal. Hupala. Slave Master Corps kann da bleiben. Come on. Okay, das ist der Kram, den ich hier schon weggeschmissen habe. Hier ist sonst nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Kick the door. Oh! Orange Potion ist gut. Das hier sind Herbs, richtig? Some kind of Herb Bush. Apply Skill. Herbalism. Apply Skill. Herbalism. Some withered Herb Bushes. Okay, die werden also sterben, so wie. Strange Zap, das gefällt mir gar nicht. Das klingt mir nach irgendeiner Trap, die ausgelöst wurde. Aber ich meine, ist ja ausgelöst. Das ist ganz gut. Apply Skill Herbalism. Okay, die sind also tot. Können wir da irgendwie noch wieder was Lebendes draus machen? Nee. Aronia Antidote, okay. Strange Herb, das kennen wir nicht. Da ist noch mehr von. Okay, jetzt sind sie alle gestorben. Okay, na ja, gut. Spiel.
kick the door. Close your eyes in time to avoid a sudden flash. Hey, hey, hey. Female Rock Thrower. Okay, ich bin ein Lightning Thrower. Slightly wound her, moderately wound her. Do not manage to harm severely. Hurra, wir haben es geschafft. Kobold Corps. Electrum Amulet. Hab ich eine Ahnung, was das sein könnte? Ich meine, wir können sowieso mal gucken, was man noch so an. Quatsch. Electrum Amulet. Wiegt 3 und ist aus Elektrum. Könnte ein Amulet of Perseverance sein. Wäre es ganz gut, wenn wir wissen, ob es cursed oder uncursed ist, weil wenn es uncursed ist, wenn es cursed ist, wäre das nicht gut. Wollen wir es ausprobieren? Probieren wir es aus. Es ist nicht cursed. So, dann gucken wir jetzt mal, was haben wir unseren Willpower 15. Okay, das ist es nicht. Das ist das Einzige, was ich kenne, was Elektrum ist. Dann ist es vielleicht irgendwas anderes. Okay, müssen wir noch identifizieren. Und solange es nicht identifiziert ist, ob das irgendwas Offensichtliches? Ich habe es zumindest nicht gesehen. Ja, gut. Ich brauche vor allem auch einfach mal Öppusches. Oh, das ist nett hier. Aber ist kein guter. Seid ihr hostile? Ja, seid ihr. Werewolf Corps. Wollen wir es riskieren? Werwolf. Mal gucken, ob ich hier irgendwas Werwolf. Ich meine, der ist so häufig. Habe ich bestimmt irgendwo mal irgendwann schon mal gegessen. Nee, keine gute Idee, den zu essen. Okay, machen wir nicht. Oh, und hier, nee, hier haben wir einen. Ja, das sieht mir nach einem guten Pattern aus hier. Also diese 2x2 Patterns sind ganz gut. Die bleiben eigentlich dauerhaft am Leben. Können wir. Okay. Oh ja. Ja. Okay. Gut, dann machen wir das erstmal, dass der hier nicht ständig durch die Gegend. Also, ach, erstmal. Ja, die, was ist das hier überhaupt? Strange Herb. Devil's Rose. Okay, Spiel. Das ist ein bisschen zu schnell hier. Muss auch mal. Ach, du weißt was? Hier kommen wir eh nicht wieder hin. Dann nehmen wir einfach alles mit.
Geh mal weg da. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Was auch immer will ich. Daisy, Aurania Antidote. Also die Herbs, ich weiß nicht, sind das die Reihen oder die Spalten, auf denen sie wachsen? Da sind es immer die gleichen und die wiederholen sich. Also kann man, wenn man das weiß, okay. Strange Herb, Cucumber, Mancox, okay. Also sind alle Herbs, die auf dieser Linie wachsen, immer Curaria Mancox oder das Gegenteil davon. Also es gibt immer zwei Herbs, glaube ich. Ich glaube, so war das. Also ein gutes oder ein schlechtes. So, dann nehmen wir noch das hier. Was haben wir hier? Aurania Antidote. Ist doch mal Semptia, ist nicht schlecht. Ja, dann... Dschungelbusches, da können wir was von nehmen. Stomaphilia ist gut. Damit machen wir uns satt. Gucken wir mal, wie das hier ist. Drung, da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Stomasemptia. Stomaphilia. B. Jetzt haben wir eine ganze Menge Herbs eingesammelt, würde ich mal vermuten. Yep. Stomaphilia, Sensweed, Stomaphilia, Stomaphilia. Können wir zur Not auch verkaufen. Was wir nicht brauchen. Blossoms. Okay. Gut, dann hier muss es auch noch irgendein geheimen Dings geben. Ja. The stone block hits the spot directly in front of the door. Na gut, dass wir da nicht gestanden haben. Was zur Hölle? Minotaur, okay. Hi, du. Okay, congratulations. Advanced to level 9. Alchemy. Dodge. First Aid. Herbalism, Herbalism. Herbalism. So, dann wollen wir hier mal gucken. Very quick wäre ganz nett. Careful wäre nett. Porter wäre auch ganz nett. Nehmen wir erstmal Potent Aura. Okay. Wooden Sticks, Clothes brauchen wir nicht. Nee, ich möchte Spellburger Frostboot. Das klingt doch sehr gut. Das nehmen wir gleich mal an uns. Dann gehen wir schnell weg.
Ah, fuck. Okay. Noch ein Turm würde mal besser hier. Aber mich würde wirklich interessieren, ist das ein Karmic Lizard? The breeze accompanying you causes some ancient bones on the floor to transform into dust. You feel a sense of relief. Keine Ahnung, was das ist. Okay, Fallen Lizard is killed. Ja, gut, okay. Nehmen wir mit. What? Healing Skill. Okay, danke. Quarterstaff. Oh, wir sind schon wieder strained. Aber die ganzen sind die Herbs so schwer. Spiel. Ach ne, die Bücher. Okay, ja, die können wir ja auch einfach mal weglesen. Ne? Guildeturm ist auch 100. Das ist also auch okay. Guilded. Acid Bolt. Nice, nice, nice. Ist relativ. Aber Acid Ball ist wirklich richtig gut. Aber Acid Bolt ist auch nicht schlecht. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt schon Ball Spells finden. Obwohl es, glaube ich, wir können theoretisch, glaube ich, jedes Zauberbuch finden. Ich glaube, alle Zauberbücher, egal welche, welchen Zauber sie enthalten, haben die gleiche Wahrscheinlichkeit. Also nicht die gleiche Wahrscheinlichkeit, das gleiche Danger Level. Also wovon abhängt, ob sie in welchem Dungeon Level sie gedroppt werden können. Also das hier müsste alles. Das hier. Dungeon Level. Danger Level ist, glaube ich, hier gleich Dungeon Level. Ist das hier 4? Hm. Also müssten alle Items droppen, die Danger Level 1 bis 4 haben. Und ich glaube, Books haben 1 oder 2 oder irgendwie sowas. Deswegen konnte man diese wunderschöne im Infinite Dungeon grinden. Aber das ist egal. Wir lesen weiter. F. Learn. Read. F learn. Okay. Read. F learn. Na, nein, will ich nicht. Ich will erstmal so. Read. F learn. Read. F learn. Eat, um Gottes Willen, eine Ration. Read, F, Gott, wie viel kriegen wir da? Read, F, Read. Nein. Finally. Das wird auch 19. Okay, das ist vernünftige Zahl. Acid Bolt können wir mal auf 3 legen. Darkness und das wird Invisibility.
Der kann uns nämlich auch nur helfen. Er hält 12d6 Runden. Ne, besser als nix. Okay. Das ist ja alles hochinteressant hier. Geh sterben. Cutpurse und Kobold Shaman. Den bringen wir mal lieber auf diese Weise um. Warhammer. Studded Leather Armor. Ganz schön schwer. Strange, ja, ist okay. Der bleibt hier. Oder fällt mir auf Anhieb ein besonders guter Studded Leather Armor ein? Ich meine, theoretisch kann jeder Armor gut sein, weil die noch Modifikatoren kriegen. Aber der ist. Der. Nee. Ist mir zu schwer. Ist das das ganze Level? Das sieht mir eher nicht so aus. Vor allem, weil ich noch keine Treppe gefunden habe. Doch, habe ich. Resist the Icy Blast, bist du sicher? Okay, bist du. Wow. Okay. Apply Skill. First Aid. Okay, wir müssen mal so langsam ein bisschen aufpassen. Das ist alles nicht so. Easy peasy mehr. Ah, man, das funktioniert. Klaus, Ockops. Tastes like pork. Old pork. Ja, haben wir ja schon immer vermutet. Okay, was bist du? Hellhound, natürlich. Clawbugs, geht weg. Ogre Magus, ach du Scheiße. Zaubern, wir brauchen. Können Ogre Magus im Invisible sein? Also, ich glaube, sie können nicht in der Darkness arbeiten. Aber wir haben so Torch an. Hey, gut, okay. Wie findest du Acid? Wie findest du Double Lightning? Okay. Hat gereicht. Ich habe das Gefühl, die Monster werden besser. Wir sollten mal. Wir sind noch nicht mal im letzten Level.
Spacers sind, glaube ich, ein Mist. Ja, gucken wir mal runter. Handex. Oh shit. Oh shit, das sind. Oh, das ist ein Höhe-Level. Aha. Earth Destruction grabs your small material shield. It is annihilated. Oh, das war so schön. Wing of Searching. Invisibility. Wir müssen hier raus. Das hat alles keinen Wert. Können wir... Hey, hey, hey. Haben wir hier mal ein bisschen Ruhe? Hier haben wir ein bisschen Ruhe. Okay, so, jetzt müssen wir uns mal kurz, kurz rekapitulieren, was wir hier... Wir sind das Puppy Cave. Level 5 haben wir Problem. Was war das für ein Ei? Earth Destruction. Okay, was hat das Ding alles zerstört? Wing of Searching ist kaputt. Hätte man den Wing of Acid Resistance kaputt gemacht, das haben wir auch so. Dann unser schönes Shield ist kaputt. Können wir mal unsere Torch ausmachen? Really extinguish the Torch? Ja. Meine Güte. Also, wir haben... Gürtel hatten wir keinen an oder hat es den auch gefressen? Wir könnten... Wir haben kein anderes Shield. Du blödes Mistvieh! Okay, ne, haben kein anderes Schild. Okay, also das Vieh ist ein Problem. Andererseits, so wichtig ist der Hund auch nicht. Wir könnten auf jeden Fall mal... Oh, hier haben wir ja noch ein Schild. Guck mal, ist da alles gut. Wir haben mal ein Schild gefunden. Inventory. Left hand. Dann könnte man... Das war eigentlich ganz schön schwer, aber naja, egal. Besser als nix. Und wir sollten auch auf Coward gehen. Das alles andere hat ab jetzt hat keinen Sinn mehr. Invisibility. Habe ich dich schon irgendwie mal getroffen oder weichst du jedem aus?
Ich meine, offensichtlich weißt du aber, wo ich bin, weil du folgst mir ja. Searches for someone or something. Interessantes Problem. Wollen wir jetzt einfach weiter oder wollen wir den Cute Dog sein lassen? Also unsere Ausrüstung ist definitiv noch nicht zufriedenstellend genug. Ich meine, das war Level 5, das ist das. Danach gibt es noch eins. Level 6 allerdings ist Level 5 deswegen ziemlich scheiße, wegen der. Ich meine, wir können ja, solange wir invisible sind. Dürfte ja eigentlich alles gut sein. Ach du liebe Scheiße. Large Spider. Okay. Weißt du was? Wir müssen mal beten. Mortal, you are the nuisance. Okay, du magst mich nicht, verstehe. Ja, Female Dark Elven Wizards. Okay, du bist ein Problem. Oh, wow. Ja, was wir jetzt machen müssen, ist kommen wir mit Darkness davon? Wahrscheinlich nicht. Invisibility kostet mehr, als wir haben. Ja, wir wollen uns selbst exhausten. Okay, ich würde sagen, eine Sache ist klar, wir sollten hier ganz schnell raus. Das hat keinen Wert. Egal, was das hier ist, wir hauen einfach ab. Puppy Dog war eine nette Idee, es zu versuchen, aber selbst auf Level 9 sind immer noch poisoned. Hilft ja nichts, müssen wir uns ein bisschen mit den unseren Herbs beschäftigen. Antidotes, hilft das? Ich nehme kurz meine Herb-Liste. Antidote. Antidote. Ja, Anti-Venom gibt es nicht. Wir sind hier nicht bei Legend of Grimrock. Antidote müsste hoffentlich wirken. Also essen wir mal. Ich hoffe, es ist nicht cursed. Suddenly feel relieved. Okay, Poison ist vorbei. Okay, so, das hat das eine Öb und schon mal das Leben gerettet. Wir könnten. Haben wir noch irgendeins, was uns hilft, was Heilung für. Haben wir das? Eat, haben wir Spensweet? Ja, haben wir auch noch eins. Okay, und dann gehen wir hier erstmal. Also, wir müssen hier raus. Das ist alles. Go up. Wollen wir bei dir noch Geld lassen oder wollen wir einfach gehen? Hier Arcane Mumble. Ach du liebe Güte. Nee. Ist mir hier alles zu gefährlich. Wir machen das hier alles unsichtbar. Dark Place.
Okay. Geh aus dem Weg. Okay. Das war die Puppy Quest. Naja, wir haben ein bisschen was. Richtig viel erreicht haben wir nicht, ne? Ich sollte vielleicht mal ausschalten, aber ist egal. Use. You let. Oh, achso. Use. Oh. Yes. Okay, also, da würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir. Die Puppy Quest werde ich einfach lassen. Den Gesinnungsboost von dem blöden Gör, wenn wir ihr den Hund zurückgeben, den werde ich nicht brauchen. Durch die Caverns da werden wir schwer durchkommen. Mir fehlt noch so ein bisschen. Wie sieht es denn mit unseren Zaubern aus? Da bin ich auch noch nicht so richtig mit zufrieden. Ich meine, immerhin haben wir Invisibility, das ja schon mal den Hintern gerettet hat. Und wir können jetzt auch mal anfangen, wir haben eine ganze Menge Herbs, da können wir jetzt auch mal anfangen, unsere Toughness zu verbessern. Ich hoffe, ich habe die richtigen eingesammelt. Es gibt nämlich welche, die sind so schwer zu kauen, dass man daran quasi seine Zähigkeit verbessert. also trainiert, man verbessert sie nicht. Aber sie verbessert sich dann irgendwann durch das Training automatisch. Ja, nur 5 Zauber, das ist ein bisschen dünn. Aber wir haben die wichtigen haben wir. Also Darkness haben wir, Frostbolt, Firebolt wäre noch ganz gut. Damit wir irgendwelche Corpses länger frisch halten können, wenn wir sie kochen. Oder grillen vielmehr. Ja, naja, ich denke mal, bis zum nächsten Mal habe ich mir überlegt, wo wir als nächstes hingehen. Weil das Puppy Cave, glaube ich, das lasse ich erstmal. Wir könnten einfach versuchen, dahin zu gehen, wo das Spiel will, dass wir als nächstes hingehen. Nämlich, da war da irgendwas mit Chaos finden und abschalten. Das wird ja kein Problem sein. Wir haben uns ja fantastisch clever angestellt. Da gehen wir noch nach hier zurück. Und ja, müssen dem Kind leider sagen, dass wir. Oder sagen ja einfach gar nichts. Wir haben keinen. Bräuchte auch unbedingt. Also ich wäre wirklich ganz gut, wenn wir mal einen Altar finden würden. Ja, wir müssen ins Hauptdungeon. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Infinite Dungeon hat keine Altäre. Ich meine, könnten wir auf ein bisschen. Nehmen. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal einen kleinen Track über die Overworld machen. Und bis dahin werden wir auch unsere Wunden geleckt haben, hoffentlich. Und ja, dann sehen wir uns wieder mit mehr Adam. Es war ja so ein halbes Scheitern diesmal. Also, wir haben nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Aber immerhin sind wir noch am Leben. Das ist schon mal was. Das ist in diesem Spiel schon ein Erfolg. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.